Der ehemalige nordrhein-westfälische SPD-Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Er verstarb im Alter von 80 Jahren in Bonn, wie seine Familie mitteilte. Im Sommer war bekannt geworden, dass Clement an Lungenkrebs erkrankt war. Oktober 2002. Es ist der wohl wichtigste Tag in der Karriere des Wolfgang Clement. Sein politischer Ziehvater Johannes Rau ernennt ihn zum Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. Wolfgang Clement, der Superminister. Begonnen hat Clement als Journalist in Dortmund. 1970 tritt er in die SPD ein, wird Sprecher des Bundesvorstandes in Bonn. Johannes Rau, damals noch Ministerpräsident, holt das politische Multitalent nach Nordrhein-Westfalen, macht ihn zum Leiter der Staatskanzlei, später zum Wirtschaftsminister. Clement etabliert sich schnell als Macher. Er gilt als wirtschaftsnah, pragmatisch, zielstrebig. So betreibt er den Umbau des Industriestandorts Ruhrgebiet gegen alle Widerstände. Ich versuche für Nordrhein-Westfalen und für die Stahlstandorte hier das herauszuholen. Und das sage ich mit bestem Wissen und Gewissen. 1998. Johannes Rau tritt ab. Clement wird Ministerpräsident. Ein Posten, auf den er lange gewartet hat. Als Landeschef macht er sich schnell einen Namen mit Prestigeprojekten, wie seinem Einsatz für die Stammzellenforschung oder dem Transrapid, den er ins Ruhrgebiet holen will. So volksnah wie Johannes Rau war Wolfgang Clement nie, aber sein Herz schlug immer für das Ruhrgebiet. Seinem VfL Bochum blieb der Fußballfan durch sämtliche Höhen und Tiefen treu. Und bei allem beruflichen Erfolg war Clement auch Familienmensch. Mit seiner Frau Karin und 5 Töchtern lebte er in Bonn-Bad Godesberg. Seinem Image als Macher und Genosse der Bosse verdankte er den Ruf als Superminister nach Berlin. Hier wird Clement schnell zum Hoffnungsträger des konservativen SPD-Flügels. Sein wichtigstes Projekt, die Umsetzung der Hartz-Reformen. Die verteidigt er gegen den massiven Widerstand von Partei Linken und Gewerkschaften. Wenn ich jetzt immer lese, welche Fehler ich begangen habe, dass zwischendurch die Arbeitslosigkeit von 5 auf 3 Millionen zurückgegangen ist und im Gegensatz zu manchen Behauptungen auch die Armut in Deutschland nicht gestiegen, sondern im Zuge dieser Veränderungen sich gesenkt hat. All diese Dinge tauchen da nicht auf. Doch mit der Wahl 2005 endet Clements politische Karriere. Er wird Aufsichtsrat eines Energiekonzerns. Trotzdem mischt er sich immer wieder ins politische Geschehen ein. Das führt 2008 zum Bruch. In einer Kolumne warnt er indirekt davor, die hessische SPD zu wählen, wegen ihrer Energiepolitik. Viele SPD-Mitglieder empfinden das als Verrat. Sein eigener Landesverband versucht, ihn aus der SPD zu drängen, die Parteispitze vermittelt. Doch Wolfgang Clement bleibt stur und tritt nach 38 Jahren aus der SPD aus. Typisch Clement, eine Trotzreaktion. Der ehemalige Superminister war enttäuscht von seiner Partei, sah seine Lebensleistung nicht gewürdigt. Und dennoch, in seinem Herzen, sagte er, bleibe er immer Sozialdemokrat, auch ohne Parteibuch.